Beide in Unterhose, oder? Na, die richtige Höhe auch so. Ja, so. Vor allen Dingen, wenn bleib so. Wenn ich von hier unten filme, dann sieht der auch noch mal extra groß aus. Wer jetzt? Der Jakob. So, willst du sagen, herzlich willkommen? Dieter Schlüttmann ist weg. Jawohl! Jakob, dein Einstand. Ja, hallo zu einem neuen Video und es gibt was Tolles zu berichten, denn Dieter Schlüttmann ist back. The one and only. The one and only, nein. Wir sind hier bei der LLS 3 am Nürburgring. Ich habe, ohne Witz, ne? Das liegt seit 2 Jahren frisch gewaschen da drin. Seit knapp 2 Jahren bin ich ja kein Rennauto mehr gefahren. Auch gar nicht mehr gefahren, gar nicht mehr. 24-Stunden-Rennen 2021 mit dem KTM-Drama. So, und heute bei schönstem Wetter auf der Grand Prix-Strecke nutzen wir die Chance, weil der Steffen Hensler hat ja einiges vor mit seinem Auto und bei so einem Auto muss man die Bremse anfahren und wir müssen, wir haben neue Tankpumpen eingebaut, also ich mache sozusagen das Rollout gleichzeitig mit für die ganze Saison Bremse anfahren, das ist ein Riesenthema, das ist sehr unterschätzt, bei so Rennbremsen, die musst du komplett anfahren, sonst hast du schlechte Bremsen und das werde ich jetzt übernehmen und einmal gucken, ob die Spritpumpen alle funktionieren. Wir wollten das Rollout ja grundsätzlich schon gemacht haben. Da ist uns aber leider was dazwischen gekommen, weil das war eigentlich nur ein Fotoshooting in Mendig, der Verona Pod. Und da war ich auch nicht dabei. Also heißt es jetzt für mich, nach 2 Jahren endlich wieder so ein richtig geiles Ding auch zu fahren. Und vielen Dank auch an Steffen, dass er mir vertraut, obwohl ich weiß gar nicht, ob er weiß, worauf er sich einlässt. Ne? Ja. Und ja, ich bin so ein bisschen aufgeregt, ähnlich wie der Jakob. Der Jakob natürlich muss mir beistehen. Und das Ganze wird jetzt so ungefähr, ich denke mal, wir brauchen 1,5 Stunden für das Ganze. Bremse einfahren, 4 Satz und Tank, besser Tank, soll ich mal gucken, dass noch 10 Liter drin sind, ob die Tankpumpen funktionieren. Und ob sonst alles natürlich, ne? Fahrwerk ist neu und. Zum kompletter Shakedown sozusagen. Also, wünscht mir Glück. Macht Spaß, ich fahre ja nur Bremse an gerade, also sehr langsam immer und dann immer, ich muss so ein bestimmtes Prozedur machen mit wenig Bremsen, dann 5-mal stärker bremsen, dann 3-mal richtig hart, dann wieder 5-mal wenig bremsen, um den Belag auf die Scheibe halt einzubremsen. Das hat jetzt nichts mit Rennfahren zu tun, aber es macht trotzdem Spaß. Yeah.
Danny, dann erzähl doch mal, beziehungsweise Dieter Schmidtmann. Wie war deine erste Erfahrung im Club MR? Wie war die erste Erfahrung mit dir oder nackten Frau? Wunderschön. Also, so war's. Ja, nee, wieder schön. Ich kenne das Auto ja so ein bisschen, weil ich ja mal 2015 die erste Generation Cup MR fahren durfte. Das ist natürlich jetzt auf Generation 2. Es ist ein SP Pro, kein SP 7. Das Ding hat fast 8 PS mehr, aber cool. Aber ich bin ja bis jetzt nur Bremse eingefahren. 2 Satzbelege bis jetzt. Und wir hatten jetzt ein Problem, dass das Auto kein Gas mehr angenommen hat. Und wir haben ja den kompletten Tank neu gemacht, respektive die Tankpumpen. Und jetzt müssen wir gerade mal Daten auslesen mit dem Laptop, ob der Spritdruck weggeht, weil das Auto nimmt einfach kein Gas mehr an. Ob da sich irgendwas, da sind ja Millionen Schaumstoffdinger drin, so Passschaumstoff. Vielleicht ist da irgendwas. Deswegen macht man so ein Rollout. Ne? Wie gesagt, wir haben jetzt so 30, 35 Liter Sprit verbraucht. Wie hat sich das bemerkbar gemacht? Das Auto nimmt kein Gas an. Beschleunigt nicht mehr. Und es war zum Glück auf der langen Gegengerade, konnte ich ein bisschen ausrollen und dann hinfahren. Aber bis dahin, trotz, dass ich wirklich die ganze Zeit nur da rumgeeiert bin, also wirklich immer nur kurz beschleunigt, Bremse, kurz beschleunigt, das ist ja Wahnsinn, was Pudget hat ja da so eine, oder Mantai, sind ja Mantai-Belege, Entschuldigung, sind ja Mantai-Belege. Die haben ja so eine Vorgabe mit 5-mal Leichtbremsen, dann 5-mal stärker Leichtbremsen, dann 5-mal stark bremsen, dann wieder 5 bis 8 Mal leicht bremsen und dann eine Runde ausrollen. Das musst du erstmal hinkriegen im Verkehr. Dann drücken hier so 3,18 Ti-Jungs, drücken dich richtig von der Strecke. Ja, und das war bis jetzt, soweit sind wir gekommen, aber trotzdem muss ich ganz ehrlich sagen, ich bin ja jetzt 2 Jahre kein Rennauto gefahren. Du setzt dich einfach in so ein Auto und du weißt einfach, es funktioniert. Das ist so geil. Nach meinen letzten Begegnungen auf der Rennstrecke, damals noch mit dem Prototypen GTX, war das nicht so. Da hat man die ganze Zeit immer so gedacht, boah, aber das fühlt sich einfach direkt gut an. Und ich hätte jetzt auch richtig Spaß gehabt, weiter noch ein bisschen zu bolzen. Weil offiziell ist das ja ein Rollout. Ne? Das ist doch das Schönste, was es gibt. Rennautofahren und sogar noch bezahlt bekommen von dem lieben Herrn Henze. Aber jetzt müssen wir gerade mal warten, was die Daten sagen. Ob wir da irgendein Versorgungsproblem haben oder ob es was anderes ist. Wenn man im Leerlauf für 80 war, was normal ist, der geht dann im Fahrtrieb auf 180, 190 hoch. Und im Moment habe ich auf P2 nur 12 Bar Rennung. Beide 9. Ja gut, okay, aber dann wissen wir ja, wo es herkommt. Warum auch immer, hinten Bank 2 kein Rennung. Und wir haben im Winter haben wir die Intankpumpe neu gemacht und die beiden Hochdruckpumpen. Die haben wir beide neu gemacht. Ich denke mal, wenn jetzt wirklich, kann ja sein, dass die Pumpe eine Materialfehler hat, dann kriegen wir es halt heute nicht mehr hin. Ist doch nicht so drin. Die Bremsen haben wir ja angebremst, aber geht halt echt schnell. Ne? Support, obwohl wir jetzt keinen eigenen Ingenieur bei hatten. Porsche direkt oder Manta, der wäre einfach nice. Porsche, Manta. Hilft einem und dann weiß direkt, wo du dran bist. Ja, das erste Mal für mich wieder nach fast 2 Jahren im Rennauto. War echt geil, natürlich dann auch direkt mit so einem Apparat. Wie gesagt, meine Aufgabe war ja grundsätzlich nur die Bremse anbremsen und das Rollout zu machen. Gut, dass wir es auch gemacht haben. Ihr habt ja im letzten Video gesehen, gab dann doch noch ein paar Probleme mit der Hochdruckpumpe, haben wir alles gelöst. Aber für mich so zum Fahren, mega geil, hat super Spaß gemacht. Ich meine, dieses Auto hier ist auch einfach ein Traum. Ja, 530 PS, 1250 Kilo, ein bisschen Aero, ein bisschen hier. Hat Spaß gemacht, auch wenn es so eine Grand Prix-Strecke war. Für mich heißt es dieses Jahr, ich werde wieder reinschnuppern in so ein bisschen Motorsport. Nach 2 Jahren jetzt wirklich sehr viel Fokus nur auf Kundensport und Erweiterung unserer Motorsportaktivitäten im Kundenbereich. Haben das ja schon so ein bisschen angeteasert, dass der Plan ist, dass wir wieder in den GT3-Sport einsteigen. Leider gibt es da immer noch keine verbindlichen Neuigkeiten, aber glaubt mir, es liegt nicht an uns. Definitiv nicht, auch wenn sich das komisch anhört, aber ja. Es ist gerade echt schwierig und ich bin da auf jeden Fall
nicht mehr bereit, irgendwelche Riesenkompromisse einzugehen. Gerade wir als kleineres Team, da müssen sehr viele Faktoren passen im GT3-Sport. Das ist in den letzten 3-4 Jahren nochmal so viel professioneller geworden. Wir sind 2019 das letzte Mal mit dem Lambo gestartet. Und was da jetzt die letzten Jahre immer weiter an Fortschritt geht, das ist Wahnsinn. Und ja, aber ich werde auf jeden Fall als Fahrer zurückkommen. Wir werden 6-Stunden-Rennen ist, wie gesagt, geplant, dass Kiki und ich und wahrscheinlich Christoph Breuer mit diesem Auto die Nordschleife NLS fahren. Und da freue ich mich richtig drauf mit so einem Apparat nochmal in der SP Pro, auch nicht SP 7, also wirklich eine Stufe unter der SP 9. Und ich werde auf jeden Fall das ein oder andere Mal nochmal auf Trackdays oder so in dem ein oder anderen Rennauto sitzen, um mich einfach mal wieder ein bisschen einzugrooven. Und dann schauen wir mal, was so geht. Ich hoffe, ihr habt Bock und ich hab Bock. Und wir sehen uns auf der Rennstrecke. Ciao.